Gibt es den menschengemachten Klimawandel wirklich? Es gibt dafür keinen Beweis. Haben junge Menschen, gerade junge Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, ein feineres Gespür, wenn es um die Klimabedrohung geht, als ältere Menschen? Ja, also für die Bewegung ist es immer gut, wenn man junge Frauen für sich sprechen lässt. Was bringen eigentlich die Klimagipfel? Ja, das ist auch eine gute Frage. Das gibt es sicher nicht. Ab welcher Temperatur brennt die Erde? Ja, das ist ja auch dieser Waldbrand-Fetischismus. Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen unglaublich interessanten Gast bei uns. Es ist dies der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski und er ist heute bei uns zu Gast in der Show, weil er ein neues Buch geschrieben hat, das einen hochinteressanten Titel trägt. Es ist dies, was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft. Wir begrüßen ganz herzlich Herr Bojanowski in unserem Podcast, Chefreporter Wissenschaft, wenn ich mich richtig erinnere an Ihren Titel, der Welt. Waren jahrelang beim Spiegel tätig, fast 10 Jahre auch im Ressort Wissenschaft. Erste Frage an Sie. Sie haben natürlich dieses Buch mit der reizvollen Frage geschrieben, was sich die Leute nicht zu fragen trauen über den Klimawandel. Was ist vielleicht für Sie die unstellbarste Frage zu diesem Thema, das eigentlich fast nicht möglich ist zu fragen? Oh, da gibt es ja so viele. Dieses Thema ist ja komplett vermint. Ich erlebe das ja als Journalist. Also ich erlebe unglaubliche Aggressivität bei dem Thema, gerade bei Leuten, die sich damit eigentlich immer nur am Rande beschäftigen. Es gibt da unglaublich viel Emotionalität. Und die Frage danach, gibt es den Klimawandel eigentlich? Ja, die ist ja eigentlich eine ganz berechtigte Frage. Hat der Mensch Schuld am Klimawandel? Diese Fragen traut man sich kaum zu stellen, also trauen sich Journalisten auch kaum zu stellen. Dabei gibt es da gute Antworten der Wissenschaft dazu. Und diese grundlegenden Fragen, die werden kaum eigentlich wirklich präzise diskutiert, sondern es wird immer sehr manichäisch diskutiert. Es gibt die Bösen, die solche Fragen stellen, und die Guten, die schon alles wissen. Und deswegen, da kann man eigentlich diese ganz naiven Fragen, das sind eigentlich die besten zu dem Thema, weil die grundlegenden Fragen werden zu wenig diskutiert bei diesem Thema. Bevor ich mich gleich in die Rolle versetze vom naiven Frager, der genau diese Stromfragen an Sie wendet, an Sie richtet, vielleicht noch kurz, welche Antwort schockiert vielleicht die Menschen am meisten, die Sie mit Ihrem Buch zu beantworten versuchen? Das ist also für viele Leute dürfte es provokant sein, dass es eigentlich, wenn man über das Klima redet, selten ums Klima geht. Es werden einfach viele Dinge da subkutan immer mit. Es geht da um politische Voreinstellungen, um Prägungen, um Werte. Deswegen ist dieses Thema auch so emotional, weil es immer nur scheinbar oder in den meisten Fällen nur scheinbar um Wissenschaft geht. Es geht eigentlich da sehr viel um anderes. Mittlerweile ist da so viel Geld drin wie vielleicht in keinem anderen Thema. Es gibt riesige Lobbybewegungen auf allen Seiten dort. Es ist hochpolitisch auf UN-Ebene. Mhm. Es geht um Weltpolitik. Also es geht da selten um Wissenschaft. Und ich glaube, dass das zu wenig auseinander dividiert wird, dass Leute einfach das Gefühl haben, hier wird mir was von Wissenschaft erzählt, aber eigentlich geht es um etwas anderes. Und dieses Gefühl trügt eben oft nicht. Erste Frage. Stimmt die Erzählung vom menschengemachten Klimawandel? Gibt es den menschengemachten Klimawandel wirklich? Also es gibt dafür keinen Beweis. Ne? Das muss man auch erstmal sagen. Es gibt dafür keinen endgültigen Beweis. Den Beweis kann man nicht führen. Das ist ein Indizienprozess. Und in diesem Indizienprozess hat die Wissenschaft sehr gut belegt, dass der Mensch wesentlich für die globale Erwärmung der letzten 150 Jahre verantwortlich ist. Es gibt gute skeptische Fragen dazu. Ja, man kann da einiges in Frage stellen. Aber die plausibelste Theorie ist die, dass der Mensch wesentlich zur globalen Erwärmung beigetragen hat, diese globale Erwärmung weitergehen wird und auch Risiken mit sich bringt.
Aber wie gesagt, es lässt sich, es gibt da viele offene Fragen und es ist schlecht, wenn man versucht, diese Fragen abzuwürgen, weil diese Fragen gehören zur Wissenschaft und die Wissenschaft selber ist die beste Methode herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Und die hat auf all diese wirklich naiven und wichtigen Fragen sehr gute Antworten. Und da wird eben sozusagen nicht versucht, diese Dinge sind alle erörtert worden und es gibt da keine Verschwörung sozusagen. Gibt es einen Klimanotstand? Das gibt es sicher nicht. Also all diese Dinge, Klimanotstand, Klimakrise und so weiter, davon steht nichts in den UN-Klimaberichten. Das sind alles Werturteile und im Grunde auch gefährliche Urteile. Also ich habe das auch in meinem Buch, schreibe ich da auch darüber, wie das dazu kam, dass diese Begriffe eingeführt wurden. Dahinter stecken eben auch bestimmte Lobbygruppen, die das Thema politisch nutzen wollen. Ja, es gibt Trittbrettfahrer dieses Problems. Und mit einem Notstand kann man dann natürlich demokratische Prozesse aushebeln. Man kann mit Klimakrise suggerieren, dass man hier ein Thema hat, das andere überstrahlt, wichtiger als andere Themen ist und Vorrang hat. Mhm. Und das macht diese Diskussion um solche Begriffe sehr gefährlich. Wichtige Klimaforscher sagen eben, das Wort Klimakrise wäre auch irreführend, weil wir haben es hier nicht mit einem zeitlich beschränkten Problem zu tun, sondern mit einem generationenübergreifenden Problem, das auch noch Jahrzehnte, generationenlang erhalten bleibt, weil die Erwärmung weitergeht. Das heißt, Klimakrise ist auch aus wissenschaftlicher Sicht falsch, das falsche Wort, und Klimanotstand ist politisch gefährlich, weil es eben suggeriert, man könnte demokratische Prozesse, es wäre gerechtfertigt, demokratische Prozesse auszuhebeln. Ne? Sie sprechen den Faktor Zeit an. Gibt es einen Countdown, wie lange wir noch Zeit haben, bis, sagen wir mal, radikal formuliert, ans Ende der Erde? Nein, es gibt diese Schwellen auch nicht. Also es wird eben von politisch interessierten Kreisen eben immer diese Klimaschwellen werden immer ins Spiel gebracht. Bei 1,5 Grad geht die Welt unter, bei 2 Grad. Das nennt man Deadlineism, ne? Also diese Fristsetzungen. Die sind auch sehr problematisch und die haben sich aber eingebürgert. Und man kann mittlerweile ja auf 50 Jahre dieser Fristen zurückschauen. Und es sollte die Welt ja schon mehrfach untergehen in den letzten 50 Jahren. Und diese Fristen sind alle verstrichen, ohne dass entsprechendes passiert wäre. Das ist psychologisch und politisch ein schlechtes Management. Es wirkt aber kurzfristig, weil es Aufmerksamkeit für diejenigen bringt, die diese Fristen ins Spiel bringen. Aber wissenschaftlich sind diese Fristen nicht plausibel. Gibt es ein CO2-Budget? Wie viel der Mensch quasi noch verbrauchen kann? Gibt es ein maximales Kontingent an CO2, dass die Erde überhaupt noch aufnehmen kann? Da gibt es Berechnungen, also wie viel CO2 kann die Menschheit emittieren, um bestimmte Temperatur, bestimmte Erwärmungen zu erzeugen. Aber da gibt es natürlich einen großen Unsicherheitsbereich, weil die Reaktion des Klimas auf CO2 nicht gut bekannt ist. Also es gibt ja Verstärkungseffekte und die sind eben durch Wasserdampf und die sind eben sehr ungenau bekannt. Und dann ist es eben so, dass man diese Budgets auch unterschiedlich berechnen kann. Also man kann sagen, wonach richtet sich das Budget von Deutschland beispielsweise? Richtet sich das nach der Einwohnerzahl? Richtet sich nach der wirtschaftlichen Produktivität und so weiter? Es gibt da viele Arten von Berechnungen. Deswegen sind diese Budgets auch etwas schwierig zu berechnen, ja. Gibt es da ein Vorbildland hinsichtlich dieses CO2-Budgets, was Sie als gut finden? Ja, es ist immer schwierig da. Also es ist im Grunde so, man kann viele Länder ja nicht vergleichen. Also es werden dann immer so kleine Länder aus Afrika dann von deutschen Politikern als Vorbild genannt, die ganz wenig Industrie haben. Oder Island, wo es eben wahnsinnig viel Erdwärme gibt und so. Also man kann, man muss die großen Industrieländer vergleichen. Und da sieht man eben, dass Länder mit Kernkraft oder Wasserkraft eben relativ klimaschonend schon Energieversorgung schaffen bei hoher Industrieleistung. Und das ist aber beides in Deutschland ja tabu. Also man hat wenig Potenzial für Wasserkraft und es ist eben auch sehr
sind starke Eingriffe in die Umwelt nötig, um diese Stauseen zu bauen. Und dann eben die Kernkraft ist in Deutschland eh auch tabu. Dabei hat Frankreich eben Frankreich zeigt ja eben mit viel Kernkraft, dass man dann eben schon nahe der klimaschonenden Industrie eben dann schnell, oder eine klimaschonende Industrie schnell hergestellt ist mit Kernkraft. Aber auch das wird in Deutschland ausgeschlossen. Das ist auch etwas, was ich in meinem Buch beschreibe, dass eben gerade die Leute oder die Lobbyisten, die immer das Klimaproblem besonders stark schüren, gerade auch sich dann den Lösungen in den Weg stellen. Ja, also den eigentlich praktikablen Lösungen, auch ökonomischen Lösungen, die ja alle seit Jahrzehnten parat liegen, aber die sofort immer ins Lager der Klimaleugner versucht abgedrängt werden, weil sozusagen damit dann Macht abgegeben werden müsste, Einfluss abgegeben werden müsste, wenn man sozusagen Lösungen annimmt, die nicht der eigenen Lobby dienen. Sind diese politischen Vorgaben für Länder wie Deutschland oder auch die Schweiz, die da das Netto-Null-Prinzip anstreben, sind das vernünftige Vorbilder für die Welt? Müssen wir überhaupt so als Vorbilder handeln? Bringt das überhaupt etwas fürs Klima? Ja, also das ist ja auch so eine Tabufrage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man sagt, ja, Deutschland oder Schweiz haben ja keinen Einfluss, oder selbst wenn beide auf Null gehen würden, CO2-Emissionen, würde das Klima sich ja nicht verändern, was ja eine banale Tatsache ist. Ja, also wenn Deutschland von heute auf morgen kein CO2 mehr emittieren würde, Deutschland wäre plötzlich verschwunden, hätte das keinen Einfluss auf das Klima, ebenso bei der Schweiz. Das sind naturwissenschaftliche Banalitäten, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und die Frage ist eben die, was bringt es, wenn das eigene Land netto Null hat, was ist damit erreicht? Ja, und dann wird immer gesagt, ja, Vorbildfunktion, man könnte damit zeigen, wie es geht, andere würden folgen und so weiter. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, denn wenn nämlich es nicht gelingt, Wohlstand zu erhalten und Wirtschaftskraft zu erhalten, bei gleichzeitigem Klimaschutz, dann wird niemand folgen, denn in die sagen wirtschaftlichen Abschwung, den wird keiner attraktiv finden. Es gibt die sogenannte eiserne Regel von Roger Peelke Jr., der eben immer wieder betont, dass die Bevölkerung letztlich im Zweifel immer für ökonomische Prosperität entscheiden wird bei Wahlen und nicht für Degrowth im Namen des Klimaschutzes. Ja, also das ist, es ist niemand damit geholfen, wenn man die eigene Wirtschaft sagen, runterschrumpft im Namen des Klimaschutzes. Deswegen sind diese Netto-Null-Debatten oft sehr ideologisch und wenig zielführend, in keinerlei Hinsicht zielführend. Sieht diese 1,5 Grad, von denen immer, von der Temperatur, wo immer die Rede davon ist, sind diese 1,5 Grad tatsächlich ein Kipppunkt? Nein, also das Erstaunliche ist, dass das tatsächlich auch von namhaften Wissenschaftlern, die bestimmten Lobbygruppen angehören, auch immer wieder behauptet wird. Ja, beim World Economic Forum beispielsweise in Davos tauchen dann Klimaforscher auf, die so etwas sagen. Bei 1,5 Grad wäre eine physikalische Schwelle. Das ist aber überhaupt nicht belegt. Ja, es gibt dafür, und auch die seriöse Klimaforscher würden das auch niemals sagen, ja, dass 1,5 Grad eine physikalische Schwelle wäre. Es wäre auch übrigens sehr problematisch, denn diese 1,5 Grad, die werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch überschritten, dauerhaft. Und dann wird man sehen, ja, es gibt für den Alltag keinen Unterschied zu bemerken. Manche Hitzerekorde werden stärker ausfallen, manche Regenfälle stärker ausfallen. Das wird aber im Alltag bei den Leuten nicht wirklich so stark bemerkt werden. Und dann wird man fragen, ja, was ist denn jetzt mit der Schwelle? Was ist denn mit dem Kipppunkt? Und das ist eben auch sozusagen für die Lösung dieses generationsübergreifenden Problems. Globale Erwärmung ist das total kontraproduktiv. Es hilft nur kurzfristig dem eigenen Aufmerksamkeitsmanagement. Ja, also das ist der Grund, warum so etwas behauptet wird. Wer hat diese 1,5 Grad eigentlich festgelegt? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Keiner weiß eigentlich, wie diese 1,5 Grad in den UN-Klimavertrag 2015 kam. Ja. Es waren immer die 2 Grad waren als Ziel seit Kopenhagen im Gespräch. Also 2 Grad als Temperaturziel für die globale Erwärmung, das sollte man erreichen, sollte erreicht werden. Und plötzlich, 2 Tage vor Abschluss des Klimaabkommens, einen Tag vorher, stand plötzlich diese 1,5 Grad, standen plötzlich im Klimaabkommen von Paris. Und ich habe das versucht nachzuschauen, wie kam das eigentlich? Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich das keiner genau weiß.
Und es ist so, dass da eben bestimmte, die Europäer mit den Inselstaaten haben das reingeschrieben, weil die Inselstaaten das schon immer eigentlich wollten, aber immer gescheitert sind, weil 1,5 Grad für viele Industrienationen eine Katastrophe wären in der CO2-Rückführungsbilanz. Das ist eben nicht machbar wirtschaftlich. Und auch Ökonomen haben dafür immer gewarnt, das würde eben viel zu teuer für Ökonomien werden, wenn man dieses Ziel einhalten wollte. Trotzdem war es plötzlich drin, weil die Inselstaaten und die Europäer letztlich einen Deal gemacht haben mit den Chinesen, die auch eigentlich dagegen waren. Aber den Chinesen war es immer wichtiger, gegenüber dem Westen einen Vorteil zu haben. Das war das Entscheidende. Also die Chinesen wollen, das ist das Entscheidende bei den UN-Klimaverhandlungen immer gewesen, die Chinesen und die Entwicklungsländer, die Chinesen vertreten, als kurioserweise immer noch, denen kam es vor allem darauf an, in einem UN-Klimaabkommen besser dazustehen als der Westen, dass man einen wirtschaftlichen Vorteil daraus hatte. Das war immer das Entscheidende. Und als die Europäer und die Inselstaaten und die USA gesagt haben, okay, wir nehmen stärkere Verpflichtungen auf uns, der Westen muss reduzieren und grob gesagt, und Asien kann reduzieren, dann war den Chinesen es eigentlich egal, welches Ziel drin stand, weil die Verpflichtungen für den Westen viel massiver waren. Und damit hatten sie ihr Ziel erreicht. Die Inselstaaten hatten ihr Ziel erreicht, das 1,5 Grad wieder plötzlich im Abkommen, einen Tag vor dem Beschluss. Und alle haben gejubelt und ja, es ist aber nicht zu erreichen. Ne? Mittlerweile ist vollkommen klar, wusste man damals auch schon, 1,5 Grad sind nicht zu erreichen. Es ist nicht möglich, die Weltwirtschaft innerhalb von wenigen Jahren zu dekarbonisieren. Also hat man im Grunde auch wieder nur den Prozess geschadet, weil man dieses Ziel brechen muss. Und außerdem wird Leuten suggeriert, ja, jetzt geht die Welt unter bald und so. Das ist, hat Ängste geschürt, die auch kontraproduktiv sind. Also immer diese kurzfristigen Erfolge für die eigene Aufmerksamkeitsbilanz, für das eigene Aufmerksamkeitsmanagement helfen der Sache überhaupt nicht. Ne? Ab welcher Temperatur brennt die Erde? Ja, das ist ja auch dieser Waldbrandfetischismus, ja. Das ist auch, als ob sich irgendwas selbst entzünden würde, wenn die Erde wärmer würde. Das ist, auch im Journalismus gibt es immer diese Vorstellung, ja. Das ist die Waldbrände als Bebilderung für die globale Erwärmung. Das ist, und es gibt eine App in Deutschland vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde die erstellt. Eine App, die man beim Schulunterricht benutzen kann, wo Kinder sich sehen können im Klimawandel und von Waldbränden umstellt sind, ja, also wo ihr eigenes Klassenzimmer brennt und die eigene Region und so. Also es ist wirklich hochgradig idiotisch und auch, ja, wie soll man sagen, eigentlich ist das, man kann das nur scharf kritisieren, dass Kindern so etwas vorgesetzt wird. Waldbrände entstehen durch Dürre und das ist etwas, was eben örtlich durch den Klimawandel verschärft werden könnte. In manchen Regionen wird es mehr Dürre geben, durch längere Dürreperioden. Dadurch gibt es mehr Waldbrandwetter. Ob dann aber auch mehr Waldbrände entstehen, ist wieder eine ganz andere Frage, weil Waldbrände multikausal sind, wie alles. Also Klima ist nie der dominante Faktor. Bei nichts in der Welt dominiert Klima das Geschehen. Ja, es ist immer ein Hintergrundrauschen. Und bei den Waldbränden ist es eben auch so. Und es ist ja eben auch so, dass Waldbrände in den letzten Jahrzehnten weniger geworden sind, kleiner geworden sind, trotz globaler Erwärmung, weil man das Management verbessert hat, das Waldmanagement und so. Es gibt also keine Selbstentzündung, es gibt durch den Klimawandel örtlich verschärftes Waldbrandwetter. Ob es auch mehr Waldbrände geben wird, ist unklar. Es gibt aber das Risiko. Wird das Wetter extremer? Manche Wetterereignisse werden extremer. Hitze wird extremer. Das ist auch schon ganz deutlich. Das ist auch, das steht auch im UN-Klimabericht, ist auch als quasi das einzige Phänomen, was dort wirklich mit sehr sicher markiert ist. Dann, weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit halten kann, wird auch Regen zunehmen in einer wärmeren Welt, auch Extremregen örtlich. Der Meeresspiegel steigt, das heißt, Sturmfluten laufen höher auf. Da gibt es auch ganz klare, sozusagen eine direkte Folge der globalen Erwärmung. Es gibt örtlich mehr Dürre. Wobei das ist eben ganz schwierig zu sagen. Das ist auch so etwas, was, wenn man genau hinguckt in den UN-Klimareportern, ist es eben unklar. Wo gibt es mehr Dürre, wo gibt es mehr Niederschlag? Das ist bisher nicht wirklich klar. Ja, also es gab immer die Regel, dass sich das alles verstärken wird. Also wo es heute schon mehr Dürre gibt, da gibt es dann später noch mehr Dürre und wo es viel regnet, wird es wieder noch mehr Regen geben. Diese Regel wurde aber nicht bestätigt. Also es ist unklar, was da passieren wird. Manche Extreme werden also häufiger Hitze, Starkregen und so, aber ob aus Starkregen dann auch mehr Fluten werden, zum Beispiel mehr Hochwasser, Flusshochwasser, ist auch unklar. Ja? Also es gibt aktuelle Studien, die eben zeigen,
Hochwasser sind nicht mehr geworden global. Flusshochwasser steht auch im UN-Klimareport, gibt es eben keine Dokumentation für verschärfte Hochwasser. Hängt einfach von viel zu vielen Dingen ab, nicht nur eben von den Niederschlägen, sondern von der Kanalisierung, von der Landschaftsform und allen möglichen Dingen. Das heißt, diese Wetterextreme sind eben in den meisten Fällen multikausal und da kann man kann sich eben auch schützen. Ja? Und das ist eben auch etwas, was torpediert wurde von der Klimalobby, weil wenn man sagt, wir müssen uns anpassen, dann ist das Sache von Ingenieuren und lokaler Politik. Und das ist eben nicht, was auf die Mühlen der internationalen Organisationen, was ich auch mal im Buch beschreibe. Die internationalen Organisationen haben natürlich ein großes Interesse daran, das Thema Klimawandel zu forcieren, weil es braucht internationale Organisationen, um dieses Thema global in den Griff zu bekommen. Und das heißt, wenn man zu sehr auf Anpassung, wenn man sagt, ja, wir können uns an viele Dinge oder müssen uns anpassen, das ist etwas, was nicht Sache der internationalen Organisationen wäre. Das wäre eben für die lokalen Regierungen das Thema und nimmt eben Einfluss von internationalen Organisationen. Das heißt, es geht immer auch im Hintergrund um Macht und Einfluss. Und das beschreibe ich immer in meinem Buch. Wer profitiert von dieser fehlgeleiteten Debatte eigentlich? Wer ist Hauptprofiteur? Ja, es sind internationale Organisationen, es sind Leute, es sind große Lobbygruppen entstanden, die davon profitieren. Es sind 10.000 Jobs entstanden, von Akademikern, die davon profitieren, dass sie argumentativ die Apokalypse-Beschwörung betreiben. Es sind Philanthropen, die davon sehr profitieren. Ja, also die reichsten Leute der Welt profitieren von diesem Katastrophismus, weil sie quasi, sie geben Geld in diese Lobby rein. Und können damit Netzwerke knüpfen, politische Netzwerke global, die sie aber nicht rechtfertigen müssen. Die werden auch nicht hinterfragt, weil es ist ja im Namen der Weltrettung. Mhm. Niemand fragt da wirklich nach. Ja, es ist eine riesige Lobby entstanden, der Journalisten einfach nachsagen, ja, das sind ja die Guten, die wollen ja nur die Welt retten. Da brauchen wir nicht weiter zu recherchieren. Aber diese Art von Macht, die dadurch entstanden ist, die muss man schon hinterfragen. Denn im Namen von Umweltschutz sind größte Verbrechen auch gemacht worden, Vertreibung und so weiter. Also man muss schon, und das passiert im Namen vom Klimaschutz eben auch, also da in manchen Ländern wird im Namen einer Klimaagenda, werden Leute vertrieben, werden aufgeforstet in Regionen, wo eigentlich Leute leben und Landwirtschaft betreiben und so weiter. Es werden Gelder umgeschichtet von Gesundheitsfonds in Klimafonds, das heißt, es werden Impfungen nicht getätigt, die eigentlich getätigt werden müssten an Kindern und so weiter. Das heißt, das hat auch Bill Gates übrigens, hat sich da beschwert, dass diese Art der Klimapriorisierung mittlerweile schädlich ist. Ja, und ich habe das versucht nachzuvollziehen in meinem Buch, wie diese Lobby eben da Freispiel hat, nicht hinterfragt wird und zu einer politischen Gefahr geworden ist in manchen Regionen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen diesen großen Klimaberichten, beispielsweise vom IPCC, und den Zusammenfassungen für die Politiker und die Journalisten? Ja, das ist wie ein stilles Postprinzip, ne? Also es gibt die Wissenschaftler, die einen UN-Klimabericht erstellen. Ja, ein Klimabericht ist nicht ohne Fehler, es wird ja von Menschen gemacht, das ist ganz ohne Frage, aber das sind gute Sachen, gute Berichte, wo der Stand der Wissenschaft einigermaßen verlässlich zusammengefasst wird, dokumentiert wird, ja. Das ist also noch sozusagen seriös. Und dann geht das stille Postprinzip los. Dann kommt die Zusammenfassung für Policymakers, für Entscheider, ja. Und die wird wiederum, da sind dann Wissenschaftler zwar dabei, die darauf achten, dass das alles irgendwie fußnotenmäßig abgesichert ist, diese Zusammenfassung, aber da wird politisch eben sehr stark verhandelt. Ja, da versucht jedes Land cherry-picking-mäßig das Beste aus dem Report für sich herauszuholen. Und das, die Zusammenfassung hat dann eben schon eine Tendenz. Und dann gibt es eine Pressemitteilung für diese Zusammenfassung, wo dann ein Spin, wirklich ein Spin konstruiert wird von den Vereinten Nationen, die dann bestimmte Zitate von IPCC-Wissenschaftlern nutzen, die dann eben appellativ sind. Und das ist dann schon überhaupt nicht mehr, wie soll man sagen, Wissenschaft, sondern das ist dann ein persönliches Kommuniqué, eine persönliche Einschätzung. Und dann kommen die Medienberichte. Und diese Medienberichte nach der Veröffentlichung von den Klimaberichten, die beziehen sich fast immer auf die Pressemitteilung. Das heißt, da wird es dann nochmal verschärft und da kommen dann wirklich abstruseste Abweichungen zustande vom eigentlichen Bericht zu den Pressemitteilungen. Da ist es oft teilweise nicht mehr wiederzuerkennen, was da eigentlich noch der Zusammenhang ist. Ja, das hat sich also abgekoppelt, die öffentliche Debatte von der Wissenschaftsdebatte. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, nachvollziehbar, aber das ist natürlich sehr problematisch, weil man immer so sagt, ja, der UN-Klimabericht hätte
gesagt, ja, die Welt ist jetzt, wird von Waldbränden in, niedergebrannt, wenn dann eigentlich das, wenn eigentlich das gar nicht der Fall ist, ja. Das ist also eine Ablösung von Wissenschaftskommunikation, der Kommunikation in der Wissenschaft, Diskussionen in der Wissenschaft zur öffentlichen Kommunikation, Diskussion. Das sind zwei Kosmen, die wenig Kontakt zueinander haben. Stimmt es, dass die Wissenschaft, die Klimawissenschaft, sich einig ist oder sich zumindest in 97% der Fällen einig ist? Ja, das sind Studien, die sind also wirklich schlimm, ja, muss man wirklich sagen. Das ist absolut idiotisch. Also aus ganz vielen Gründen, ich beschreibe das in meinem Buch, diese Art von Konsensstudien sind reine Politik, werden auch von Aktivisten gemacht, werden dann aber dankbar aufgegriffen, weil man die Medien, Journalisten sind dann ganz dankbar, hier haben wir es doch, die 97% sind sich einig, in was denn eigentlich? Ne? Letztlich ist diese 97%-Studie, ich beschreibe das im Buch, beruht auf einer sehr fraglichen Auswertung von Aktivisten, aber selbst die bezieht sich auf einen Konsens, der nur die Frage betrifft, ist der Mensch verantwortlich für die globale Erwärmung? Und dazu braucht man eigentlich nicht keine solche Auswertung, sondern da reicht eigentlich eine physikalische Argumentation. Also ein Konsens erster Ordnung. Das ist ein Konsens erster Ordnung wäre, man kann physikalisch robust erklären, warum etwas passiert und warum diese Art von physikalischem Prinzip in der Wissenschaft Akzeptanz findet. Und was aber jetzt mit diesen Konsensstudien passiert, 97%, das sind Konsens zweiter Ordnung, ja. Das sind so politische Abstimmungen, wo man eben einen Wissenschaftler fragt und dann eben so Umfragen macht, was in der Klimaforschung leider überhand genommen hat. Und das sind dann, die bräuchte man aber gar nicht, wenn man sich wirklich sicher wäre, ja. Dann könnte man ja auf die Beweise zeigen. Und das ist immer, das macht die Sache schwächer, als sie eigentlich ist. Denn man braucht für diese Grundprinzipien des menschengemachten Klimawandels, da gibt es gute Belege dafür, das ist alles sehr robust nachvollziehbar. Und das heißt, diese Konsensstudien sollte man nicht ernst nehmen. Es gibt dann, wenn man dann genauer fragt, die Klimaforscher, es gibt dann größere Umfragen, die dann nach präziser fragen, wo besteht denn Einigkeit und so, da ist es dann auch ein viel heterogeneres Bild. Ja, also die Klimamodelle beispielsweise sind in der Klimaforschung, man weiß einfach, jeder, der mit Klimamodellen arbeitet, weiß, was die können. Und da ist das Vertrauen nicht so groß in die Klimamodelle, was die Vorhersagen angeht. Aber Klimaforscher nutzen, wie Wissenschaftler eigentlich prinzipiell, Modelle auch nicht für Vorhersagen, sondern um Phänomene zu testen. Ja. Und das heißt, die physikalische Argumentation, ob etwas passiert, ist immer viel besser als eine Argumentation, die über Modelle funktioniert. Und und die braucht man auch nicht, um diese grundlegenden Dinge in der Klimaforschung zu argumentieren. Da braucht man eigentlich keine Modelle dafür. Aber das heißt, wenn man Wissenschaftler genauer fragt, gibt es da viel Skepsis im Einzelnen zu Einzelfragen, auch gerade was so die Prognosen angeht. Aber es gibt so ein Grundvertrauen in die grundphysikalischen Prozesse der menschengemachten Erwärmung. Wo ist eigentlich in der Klimawissenschaft, wenn man jetzt wirklich die Wissenschaftler fragt, wo ist da der Streit? Was ist die große ungeklärte Frage? Wo liegt die große Unbekannte? In der Klimaforschung? Ja. Die große unbekannte Frage, und das ist im Grunde die, muss man sagen, die wesentliche Frage, was bedeutet der Klimawandel für einzelne Regionen? Also was bedeutet er eigentlich für die Menschen? Man kann sagen, es gibt eine globale Erwärmung, die bringt Risiken mit sich und das ist alles gut physikalisch argumentiert, ja. Aber was bedeutet er in den einzelnen Regionen? Das ist ja das, was den Menschen eigentlich betrifft, ja. Also was vor Ort? Und diese Frage lässt sich nicht beantworten. Also das ist das große Problem eigentlich in der Klimaforschung. In den Medien wird immer genau das Gegenteil eigentlich erzählt. Da kommen ständig Schlagzeilen so, noch bessere Supercomputermodelle zeigen das Klima in 100 Jahren in Zürich oder so, ja. Und das ist Unsinn. Das geht eben nicht. Ich meine, diese regionalen Modelle funktionieren nicht verlässlich. Und das ist eigentlich auch, das weiß eigentlich auch jeder, der damit ein bisschen zu tun hat. Es ist eben nur ein unglaublich tolles PR-Instrument, wenn man sagen kann, wir haben hier ein Computermodell und gucken Sie mal auf die Karten hier, Jahr 2100, da ist alles rot und da wird alles ganz schlimm. Aber das lässt sich eben nicht wirklich gut zeigen und das ist im Grunde die große offene Flanke oder sozusagen ein Problem der Klimaforschung. Aber es hat auch von den seriösen Klimaforschern nie behauptet, dass es das gehen würde. Ja? Das wird immer nur sozusagen
forciert von bestimmten Lobbygruppen und Medien. Die wollen das immer hören. Ja, wie wird denn das Klima jetzt bei mir vor Ort? Und dann wird das versucht, irgendwie so, werden da irgendwelche Argumente, Argumentationen konstruiert mit irgendwelchen Modellen. Und ich beschreibe auch im Buch, das gibt ja mittlerweile einen riesigen, eine riesige Branche, die von diesen Klimamodellen lebt. Und das ist alles sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, schwierig und problematisch. Was bringen eigentlich diese Klimagipfel letztes Jahr in Irland, dieses Jahr, glaube ich, in Doha, oder wo war das? In Dubai? In den Vereinigten Emiraten. Was bringen eigentlich die Klimagipfel? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also, wenn man sich die CO2-Bilanz der Welt anguckt, kann man keinen messbaren Effekt der UN-Klimakonferenzen sehen. Die Klimakonferenzen sind eigentlich im Grunde eher eine Bühne für die Welt, mal zusammenzukommen. Es gibt kein anderes Thema, bei dem die Welt sozusagen nicht regelmäßig sich trifft, die ganze Welt, und verhandelt. Also eine gute Sache, dass man einfach miteinander redet. Da wird ja viel auch nicht nur über Klima geredet, sondern über alles mögliche andere. Aber es ist letztlich, ich habe das letztes Mal zur letzten Klimakonferenz habe ich das genannt, das Fest der Klimaschickeria. Ja, es hat sich zu ein Treffen von der Schickeria entwickelt, einer Elite, die zusammenkommt und sich gegenseitig feiert, und zwar in luxuriösen, pompösen Hotels. Ja, es ist immer die tollsten Orte. Diese ganzen NGOs fahren dorthin mit geben wahnsinnig viel Geld aus, ohne dass dort noch, dass man dort Fortschritte für den Klimaschutz erwarten könnte. Das funktioniert auf anderen Ebenen. Ja, da muss man ökonomischer denken, technologischer denken. Und da sind die Klimakonferenzen sind im Grunde eher eine Bühne für Begegnung. Aber dieser ganze Popanz, der sich da jetzt drauf gesetzt hat, also all diese 10.000 Leute, die da mitreisen und im Grunde nur ihre eigenen Karrieren bespielen und Kontakte suchen, das ist eigentlich unnütz. Ja, und müsste man wieder runterdampfen, diese ganze Geschichte. Stimmt das eigentlich mit dem Artensterben, hochemotionales Thema mit den Tieren? Haben wir da ein Problem auf der Erde? Sterben uns die Tiere weg? Schwieriges Thema. Also es ist so, dass wenn es in Bezug zum Klimawandel gibt es damit eigentlich nicht. Also das ist das Problem. Man hat immer wieder auch gesagt, der Klimawandel rafft die Arten dahin. Es sterben viele Arten wegen des Klimawandels. Aber es ist meines Wissens nach noch keine einzige Art. Es gab mal eine Art, die angeblich ausgestorben sein sollte wegen des Klimawandels. Die wurde dann wiedergefunden. Und so eine Schnecke war das. Und mittlerweile, es gibt ein Risiko, dass sich Klimazonen verschieben und dass es schwierig wird für manche Arten. Aber das Artensterben hat eigentlich wenig mit dem Klimawandel zu tun, da vielleicht auch noch gar nichts, sondern bislang eben mit Landwirtschaft und mit Jagd und Fischerei. Ja, diese Dinge, da ist der Mensch eindeutig schuld am Aussterben mancher Tiere und Pflanzen. Ob es ein sechstes Massensterben allerdings gibt, wie das ja oft suggeriert wird. Ja, also das sind ja dann die Massensterben der Erdgeschichte, die großen fünf, da sind dann 75% der Arten ausgestorben. Das ist derzeit nicht der Fall, obwohl auch das immer wieder suggeriert wird. Also das ist ein Problem. Also dass die Menschheit sagen Raubbau betreibt, sozusagen gegen Tiere und Pflanzen, dass da bestimmte Arten verloren gehen, das ist auf jeden Fall ein Problem. Das Ausmaß ist muss man im Auge behalten, das ist nicht vergleichbar mit anderen Massensterben. Und Klimawandel bisher, wenn überhaupt, ein untergeordnetes Problem in diesem Zusammenhang. Ich weiß, Sie sind keine Tierforscher, aber interessiert mich trotzdem, ich frage es trotzdem, wie viel Prozent der vermuteten Arten kennt man überhaupt? Wissen Sie das? So ein ungefähr, wenn man so in der Wissenschaft sich umhört? Das weiß ich nicht. Also ich habe öfter mal mit Zoologen gesprochen und die haben mir immer gesagt, dass die Zahl der unentdeckten Arten riesig ist und dass es aber kaum noch Leute gibt, die wirklich in die Natur gehen. Also dass es eben viele, dass auch dort die Naturforschung zunehmend am Computer stattfindet und Leute, die wirklich noch in der Natur an Bächen, in Wäldern, in den Bergen wirklich Tiere zählen würden und sichten würden, wären eben immer weniger und das sind auch Bereiche, die nicht wirklich gefördert werden von der Forschung. Politik, ja. Hochemotionales Thema, vor allem für Schweizer. Wäre es wirklich verheerend, wenn die Gletscher schmelzen würden
Und zweite Frage, kann der Mensch dieses Gletscherschmelzen überhaupt aufhalten? Ja, also natürlich ist das, sind natürlich Wertfragen. Ne? Also eine Welt ohne Gletscher ist jetzt erstmal für die Natur nicht so ein großes Problem. Ja? Also es ist für die Menschen vor Ort, ist, vor allem aus Trinkwasserreservoir-Fragen, aus dieser Perspektive ist das ein Problem. Also in manchen Regionen, Südamerika und im Himalaya, Südasien, da bildet Schmelzwasser eine wichtige Grundlage für Grundwasser. Ein wichtiges Reservoir. Und das würde sich verändern. Also wenn da Gletscher verschwinden, dann könnte es Trinkwasserknappheit in manchen Regionen bedeuten. Diese ganze Skifahrergeschichte ist natürlich auch ein Verlust, aber das ist immer die Frage, wie wertet man das? Ne? Also, und dann ist doch die Frage, lässt sich das aufhalten? Ja? Und ich glaube auch, dass da das letzte Wort technologischer Art noch nicht gesprochen ist. Ja, also es wäre ja theoretisch durchaus möglich, auch künstlich Gletscher zu züchten. Ja? Und diese Art von Geoengineering, diese Themen werden kommen. Ja, es wird da, es gibt ja Möglichkeiten, auch da einzugreifen. Ich halte dass der Verlust der Gletscher für problematisch, also weil eben aufgrund vor allem dieser Trinkwassersicht. Und eben auch, weil dadurch der Meeresspiegel steigt. Also Gletscherschmelze bedeutet letztlich Meeresspiegelanstieg. Aber wie gesagt, man sollte auch dort sehen, vielleicht kann man Gletscher auch künstlich retten. Wer hat eigentlich die besseren Klimalösungen? Der Staat oder auch eben so diese Klimagipfel, diese Organisation oder die Privatwirtschaft? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist das Problem dieser ganzen Klimadebatte ist tatsächlich von Anfang an gewesen, dass versucht haben, also Regierungen und Politiker versucht haben, Wasser auf ihre Mühlen zu leiten. Ja, da gibt es ein großes Problem. Wissenschaftler beschreiben ein großes Problem und dann werden die Wissenschaftler als Autoritätsressource genutzt, die das Problem besonders aufbauschen und den Politikern damit sozusagen als Stichwortgeber dienen. Und das führt eben dazu, dass die Regierungen sich sozusagen in die Position setzen und internationale Organisationen sich an die Position setzen der Lösung, ja. Und aber eigentlich ist dieses Problem ja ein spieltheoretisches Problem. Also das Klimawandel, der lässt sich ja nur lösen, wenn alle mitmachen oder die meisten mitmachen, wenn alle gleichzeitig mitmachen. Jeder Einzelne hat eigentlich kein Interesse, das Problem zu lösen, weil es ja nur teuer ist. Mhm. Das heißt, es müssen alle gleichzeitig mitmachen. Und darf bei Vorteile haben. Das heißt, es ist ein ökonomisches Problem. Und gerade aber die Ökonomen, die sich zu diesem Thema geäußert haben, die wurden auch schon in den 80ern, das beschreibe ich auch im Buch, gleich in die Klimaleugner-Ecke gedrängt. Also alle, die versucht haben, Abwägungsrechnungen zu treffen. Ja, wie viel Erwärmung muss man denn zulassen, damit dass die Kosten nicht zu hoch werden? Wie kann man denn CO2-Preise ausrechnen? Wie kann man denn ausrechnen, wie sich Klimaschutz lohnen würde? Ja, also Deutschland zum Beispiel ist vielleicht das dümmste Land in Sachen Klimaschutz. Das ist immer besonders teuer, ja. Also da ist es in der deutschen Politik ist es egal, wie teuer es ist. Man sagt immer, ja, jede Tonne CO2 ist wichtig, dass sie eingespart wird, auch wenn es 5.000 Euro kostet pro Tonne. Dabei ist gerade die Abwägung der Kosten das Entscheidende. Ja? Also man kann es ist ja egal für das Klima, wie teuer eine Tonne CO2 ist. Und da sollte man aus ökonomischer Sicht immer dort einsparen, wo es gerade ökonomisch am günstigsten ist. Und diese Art von Fragen, die kann die Privatwirtschaft besser lösen, weil der Preismechanismus ja in der Privatwirtschaft wurzelt. Und das heißt, da ist der Staat eigentlich gefragt, sozusagen Nuancen, Anreize zu setzen. Aber eigentlich ist das eben eine Frage technologischer Entwicklungen und ökonomischer Denkweise. Und gerade was die Technologie angeht, da ist es eben, die Klimabewegung ist eben auch verwurzelt, beschreibe ich auch in dem Buch, verwurzelt in der technologiefeindlichen linken Bewegung der 70er Jahre, ja. Und da gilt eben jede Art von technologischer Fortschritt, ist immer verdächtig und spielt der Großindustrie sozusagen in die Karten. Und deswegen ist es das Paradoxe an der ganzen Klimabewegung oder an der alten Klimabewegung, dass man sich immer diesen technologischen Lösungen in den Weg stellte, obwohl die eigentlich die Fortschritte hätten bringen können in Sachen CO2-Ersparnis, ja. Also da ist eben diese unterschwellig laufende politische Prozesse, politische Bewegung, die sabotiert quasi das eigene Anliegen. Ja. Mhm. Taugt dieses ökonomische Modell überhaupt etwas, dass man Treibhausgasemissionen bepreist?
Ja, also man braucht ja letztlich einen Deckel, um also man braucht schon ein Preissignal und eine Verknappung, um ökonomisch den Anreiz zu setzen, CO2 zu sparen. Das ist schon ein sinnvoller Gedanke. Und das heißt, wenn es eben ein CO2-Budget gibt, dann wird immer dort eingespart, wo es am günstigsten ist, einzusparen, ja. Und wo es sich einfach nicht mehr lohnen würde, CO2 zu emittieren. Und das heißt, das sind Signale, die sind pfiffig, ja, plausibel und ökonomisch sinnvoll. Und das ist aber etwas, was dann die Privatwirtschaft selber sozusagen austariert. Ja, da braucht man keine Eingriffe mehr. Da braucht man keine Regierung, die mehr sagt, jetzt muss da gespart werden. In Deutschland gibt es Sektoren. Da wird die ganze Gesellschaft ist in Sektoren aufgeteilt und jeder Sektor muss CO2 sparen, egal wie teuer es ist. Ja, und das ist vollkommen idiotisch und unglaublich teuer. Und das verbraucht die Ressourcen einer Gesellschaft, die im Grunde in jeder Ecke im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in der Infrastruktur, Migration und so weiter, wahnsinnig viel Geld bräuchte, das aber jetzt auch aufgrund dieser Energiewende fehlt. Ja. Mhm. Nützen eigentlich Klimazertifikate etwas? Klimazertifikate? Mhm. Ja, also das gehört ja zu dem CO2-Bepreisungssystem. Und da ist es schon sozusagen ein sinnvoller Ansatz, ein sinnvoller Grundgedanke, ja, dass man eben sozusagen einen Preis hat für CO2 und sich eben die CO2-Rechte einkaufen muss, wenn man mehr CO2 emittieren will, als einem zusteht. So, das ist ein logischer Prozess, der auch sozusagen nur ganz langsam wirkt. Ja, da werden Preissignale gesetzt und man kann langfristig planen. Die Wirtschaft kann sich und Industrie kann sich darauf einstellen und kann eben ihre eigene Produktion entsprechend umstellen und langfristig in die Zukunft planen, während die Eingriffe, die in Deutschland zu problematisieren sind, dass man eben sagt, wir müssen jetzt hier radikal mit 20% CO2 runter und dann müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, die registrische Art. Das ist etwas, was ökonomisch wahnsinnig teuer ist und auch gesellschaftlich viel Schaden anrichtet. Stimmt es eigentlich, dass die ältere Generation wirklich alles verbockt hat, dass die schuld sind am Klimawandel? Ja, auch eine furchtbare Erzählung. Also auch das ist auch etwas, was eben in dieses manichäische Gut- und Böse-Spiel in der ganzen Klimadebatte eben einzahlt. Ne? Eigentlich geht es ja, hat die ältere Generation, also die Boomer, wenn man das überhaupt so alles in diesen Kategorien erzählen möchte, muss man ja sagen, dass es ein Wohlstand erzeugt wurde auf der Welt, den es noch nie gegeben hat, ja, dass Generationen jetzt in Wohlstand aufwachsen, die vorige Generation ja nie erreicht haben. Und dass technologische und medizinische Möglichkeiten erschaffen worden sind von diesen Generationen, von denen ja alle profitieren. Also auch der sogenannte globale Süden, die Lebenserwartung in diesen Ländern ist ja radikal gesteigert worden aufgrund westlicher Medizin und westlicher Technologie. Das heißt, diese Erzählung, dass da quasi die Bösen den Klimawandel jetzt mit fossiler Energie erzeugt haben. Ja, die gleiche fossile Energie hat eben dafür gesorgt, hat für diesen technologischen Fortschritt gesorgt, der die Menschen jetzt durchschnittlich doppelt so lange leben lässt wie früher und unglaublich viele Vorteile geschaffen hat, übrigens auch in Sachen Schutz vor Wetterkatastrophen. Die Welt war nie sicherer vor Wetterextremen als heute. Es sterben viel weniger Leute in Wetterkatastrophen als früher. Und trotz Bevölkerungswachstums, trotz globaler Erwärmung, das sind eben alles, ist alles gelungen aufgrund dieser ja, fossilen Industrie, die immer so kritisiert wird. Und das muss man eben alles zusammendenken. Ja? Also es gibt das Böse, es gibt da nicht das Böse. Ja, auch das Exxon beispielsweise wird ja als diese Erdölfirmen, die werden jetzt gejagt von den Umweltaktivisten und die sollen jetzt vor Gericht gezerrt werden und sowas. Das ist alles vollkommen absurd, auch gerade weil eben das meiste Erdöl in staatlicher Hand ist. Und die Erdölfirmen haben das ja nicht für sich selber sozusagen gefördert, das Erdöl, sondern für die Menschen allgemein. Und die sind mit ihren Ja, also das ist eine lange Geschichte auch, aber es ist dieses Gut-Böse-Spiel, das ist katastrophal, das hat dieses Thema komplett vergiftet und es gibt da nicht die böse Generation und die gute Generation. Haben junge Menschen, gerade junge Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, ein feineres Gespür, wenn es um die Klimabedrohung geht, als ältere Menschen?
Es war ja schon, was diese jungen Frauen angeht, das ist ja ein altes Prinzip der Umweltbewegung. Das gab es ja schon früher auch, dass das sozusagen als Sprecherinnen der Bewegung dann oft junge Frauen eingesetzt wurden und sich haben einsetzen lassen, die dann auch meistens aus gut betuchten Milieus stammten. Und eben sagen, das ist auch so ein Prinzip, dass da diese alten Reichen, der Kampf, das beschreibe ich auch im Buch, der Kampf der alten Reichen gegen die neuen Reichen, ja, das ist eine wesentliche Grundierung dieser Klimabewegung, ist sozusagen der alte Adelsstand und dieser alte Reichtum, der eben mit diesen Umweltrestriktionen eben auch aufstrebende kapitalistische Milieus auf Distanz halten konnte. Ja, also wenn man den Sand ins Getriebe streuen konnte, hat man gesellschaftlich eben auch dadurch einen Vorteil. Und das ist sowas spielt eben alles zusammen. Ja, und deswegen für diese jungen Frauen ist es ein gesellschaftlichen Vorteil. Also die sind sofort in den höchsten Milieus verankert dann. Ja, die sind berühmt. Die brauchen sich im Grunde im Jobsuche nie wieder Gedanken machen. Das ist natürlich auch in eigener Sache ein tolles Marketing. Und für die Bewegung ist es immer gut, wenn man junge Frauen für sich sprechen lässt. Das hat sich bewährt, das war früher auch schon so. Aber wie gesagt, da laufen viele Dinge gleichzeitig ab und man sagt mal, das wird eben auch nicht wirklich kritisch durchleuchtet, weil wer will schon, wenn das junge Mädchen gegen den amerikanischen Präsidenten dann steht, wie auf die UN-Klimakonferenzen, so häufig schon auch 1992 in Rio, wenn ein junges Mädchen sagt, ihr macht unsere Erde kaputt und der amerikanische Präsident sagt aber keine höheren Steuern und nichts gegen amerikanische Arbeitsplätze und so, dann wirkt das natürlich, ja, wie soll man sagen, dann ist die Sympathien sind auf Seite des jungen Mädchens, ja, und das ist die Strategie natürlich. Welche Menschen sind klimafreundlicher? Linke oder politisch rechtsorientierte? Ja, das ist ja nicht verallgemeinern. Es gibt aber interessante Studien, die zeigen, dass Leute, die besonders viel über Klimaschutz reden, über Umweltschutz reden, also viel grüne Rhetorik produzieren, also es gibt da Sozialstudien, dass die dann im Entscheidungsfall weniger umweltfreundlich handeln, weil die sich quasi innerlich schon einen Kredit gegeben haben. Die sagen, ja, wir reden ja ständig sozusagen vom Umweltschutz und sehen sich selbst also sehr als Umweltschützer. Und wenn es dann zu einem Schwur kommt, ja, soll ich denn jetzt noch diese Flugreise machen oder dieses, was ich, mir irgendwas Luxuriöses gönnen, dann heißt die Antwort im Zweifel ja, weil man ja schon sich innerlich Kredit gegeben hat für den Umweltaktivismus, ja. Und das ist tatsächlich von Sozialforschern bestätigt worden, dieser Effekt. Und ich finde das hochinteressant, weil diese ganze, wie soll man sagen, diese Ambivalenz bei diesem Thema ist eben, ja, durchzieht dieses Thema eben sehr stark. Das ist jetzt aber hochinteressant. Dann war die Anschlussfrage natürlich, wie klimafreundlich sind die Grünen wirklich? Das weiß ich nicht. Ich kenne also keine Ausdrücke. Es gab allerdings mal Studien, die zeigten, dass Klimaforscher einen besonders hohen CO2-Abdruck haben wegen ihrer vielen Reisen. Ne? Also und es gibt auch, es ist eine alte Frage, die wurde auch schon den bekannten Klimaforschern früh gestellt. Ja, ihr reist doch die ganze Zeit um die Welt. Ihr habt also den schlechtesten CO2-Abdruck. Warum macht ihr das denn? Und die Antwort lautet immer, ja, wir müssen das ja machen, damit die Welt eben vor einem Klimawandel bewahrt wird. Ja, also die geben, auch John Kerry hat das schon gesagt, ja, dass der amerikanische Klimaverhandler. Ja, wir müssen das ja machen. Wir sind ja sozusagen, wir retten ja die Welt. Und ich meine, das ist ja ein legitimes Argument. Nur es ist eben auch etwas, so kommt dann oft etwas leicht über die Zunge, weil also das ist auch diese Klimakonferenzen selber, die haben ja einen CO2-Abdruck wie viele Länder zusammen im Jahr. Ne? Also das sind schon auch wieder sehr ambivalente Zahlen, die da ambivalente ja Dinge, die man da gleichzeitig eben sehen muss. Kann man sich, wenn wir gerade beim Fliegen sind, kann man sich eigentlich beim Fliegen mit dieser CO2-Abgabe, die man ja da zusätzlich zahlen kann, kann man sich da quasi klimatologisch reinkaufen? Ja. Das wird ja auch gemacht. Das ist eben auch das, was bei der Umweltbewegung von Anfang an ja der Fall war. Es war immer eine Bewegung der Gutbetuchten, ja. Es ist immer des Establishments. Die Umweltbewegung kommt aus dem Establishment und wurde eben auch gesellschaftlich als eingesetzt zur Statusbehauptung, ja. Und das heißt, dieses Freikaufen,
das fällt diesen Leuten natürlich eben nicht schwer. Und das heißt, man kann, das ist ja auch sozusagen, jetzt werden Flüge teurer gemacht, ja. Das ist ja alles genau, diese ganzen Klischees kommen jetzt ja nach oben wieder. Dass eben, es werden Flüge teurer gemacht, es wird Autofahren teurer gemacht und so weiter. Also alles das, jetzt haben sozusagen, es war gerade möglich für arme Leute, zweimal im Jahr nach Mallorca zu fliegen oder einmal im Jahr. Und genau das wird jetzt wieder versucht, es wird jetzt unterminiert, ja. Also es ist, und wenn die gut betuchten und die können weiter in der ganzen Welt rumfahren, aber diese Art von Steuern und ja, Mobilitätseinschränkungen, das trifft eben genau wiederum die Ärmeren. Und das ist ein, ja, sagen, es geht einher mit der Umweltbewegung seit ihrer Gründung in den 60er Jahren. Und es gibt also diesen schönen Spruch, dass diese ganzen Umweltregularien eben auch dazu dienen, dem Establishment dazu dienen, dass sie ihre Putzfrau nicht auf Mallorca treffen wollen. Ja, also das ist sozusagen, es geht immer darum, auch Distanz, gesellschaftliche Distanz aufzubauen. Und das ist leider etwas, was in der Umweltbewegung immer auch anhängt und was unbedingt mitgedacht werden muss. Mhm. Unglaubliches Reiz- und Stromthema. Ist der Umstieg auf Elektroautos alternativlos oder müsste man vielleicht über dieses Verbrennerverbot, das ja auf EU-Stufe groß diskutiert wird, müsste man da vielleicht nochmals darüber nachdenken? Ja, na klar, also Technologieoffenheit ist immer die Voraussetzung gewesen für menschlichen Fortschritt. Also es muss eine Grundvoraussetzung bleiben und diese Einschränkung in Deutschland, dass sich da Minister hinstellen und sagen, wir wissen genau, wie die Energiewende geht. Und das sind ganz bestimmte Technologien, die kennen wir jetzt schon. Wir wissen ganz genau, wie das in 50 Jahren sein wird. Das ist vollkommen absurd und das widerspricht jeder Art von ökonomischem Fortkommen. Es ist total absurd und die Elektroautonummer in Deutschland und auch überhaupt anderswo ist ein Paradebeispiel für Elitismus. Ja, diese Elektroautos, da ging so viel Geld in die Förderung von reichen Haushalten. Ich meine, Elektroautos waren immer noch teurer, trotz der Subventionen. Und die konnten sich eben wohlhabende Leute, die haben dann eben Zehntausende bekommen als Subvention vom Staat, um sich ein Elektroauto zu kaufen. Ja, das ist also, gerade in Norwegen gibt es absurde Beispiele. Und in Deutschland kommt ja hinzu, dass der Strom in Deutschland eben sehr kohlelastig ist. Ja, also das heißt, Elektroautos haben oft eine schlechtere Klimabilanz als Dieselautos oder so. Und und dann ist es eben auch so, dass es unglaublich teuer ist. Also wenn man überlegt, wo kann man am günstigsten CO2 sparen, sind Elektroautos eine ganz schlechte Lösung, weil da kostet eine Tonne CO2, 2.500 Euro, um sie zu sparen, weil es teuer ist, die Produktion des Elektroautos, ja. Und andererseits könnte man durch, aufforsten und da kostet es ein paar Euro pro Tonne CO2. Also das ist das, was ich meine mit diesem ökonomischen Unverständnis, dass man einfach etwas vorgibt und das muss jetzt durchgezogen werden und da hängt da diese die Elektroauto-Subvention hängt dann dahinter und man hat sich da eine Lobby aufgebaut und das wird dann durchgepeitscht und die Medien sind dann immer leicht bespielbar, weil das klingt ja immer alles so toll und grüne Autos und so weiter und das ist ja sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr schwierig. Ne? Welche Wissenschaftsdisziplin kommt zu viel zu Wort und welche zu wenig? In der Klimadebatte kommen die Ökonomen zu wenig zu Wort. Das ist etwas, was sich auch früh abgezeichnet hat. Also das sind gerade eben, weil sie die Abwicklungsfragen diskutieren. Ökonomen haben immer sich gefragt, wie viel Klimaerwärmung muss man zulassen, um sozusagen nicht in eine Kostenfalle zu gehen. Also ja, es ist auch interessant, dass der einzige Nobelpreisträger für Klimaökonomie, William Nordhaus, dass der sagt, dieses 2-Grad-Ziel wäre ökonomischer Selbstmord. Ja? Also man kann dieses 2-Grad-Ziel aus ökonomischer Sicht nicht erreichen, weil es viel zu teuer wäre, die ganze Industrie weltweit umzustellen und die ganze Gesellschaft umzustellen. Und da sollte man lieber ein bisschen mehr Erwärmung zulassen. Das sind ja ganz entscheidende Debatten, die da geführt werden und ganz entscheidende Argumente. Und das wird aber torpediert. Und zwar immer auch mit dem Prinzip, ja, das sind eigentlich im Grunde Klimaleugner, ja. Dieser Nordhaus, ich war noch nicht in der Radiosendung, da hat dann ein Professor mir gesagt, ja, der Nordhaus, der hat ja auch mal für Reagan gearbeitet als Berater. Ja, der hat auch für Jimmy Carter vorher gearbeitet. Also das ist ein hoch angesehener Ökonom, der für die Regierung in den USA immer auch beratend tätig war, egal für welcher Couleur. Und es wird immer versucht, sofort da persönlich diese Leute zu diffamieren. Das ist überhaupt ein Prinzip der ganzen Debatte.
Aber eigentlich müssten diese Abwägungsdebatten, die müssten eigentlich, sind eigentlich zentral und müssten viel, viel breiter geführt werden. Aber es gibt eben sozusagen die, es gibt dann eben auch mittlerweile werden, wurden eben Institute auch gegründet, speziell zu dem Zweck dann auch Studien zu schreiben, die dann sozusagen ökonomisch beweisen sollen, wie das eben, das beschreibe ich auch im Buch, dass der Klimawandel so teuer wäre, dass sich das lohnen würde, sogar auf 1,5 Grad zu beschränken, also Klimaschutz radikal zu betreiben. Und wenn man in diese Studien reinguckt, sind das eben Szenarien, die sind total unrealistisch, ja. Und die werden extra genommen, um in der politischen Debatte sich selbst so nach vorne zu spielen. Und da ist eben mittlerweile Wissenschaft und Lobby in diesem Bereich sehr stark verschmolzen. Und viele akademische Stellen sind entstanden, die einzig der politischen Lobby dienen. Wie frei ist die Klimawissenschaft? Die Klimawissenschaft ist eigentlich also frei. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass sie sozusagen grundlegend lobbyiert wäre. Also die meisten Klimaforscher forschen für sich und haben mit der öffentlichen Debatte nichts zu tun und sind auch nicht in diesem Gut- und Böse-Spiel nicht involviert. Aber natürlich die Frage, wohin geht das Geld, ist natürlich eine Frage. Und die Frage des anthropogenen Klimawandels ist natürlich die zentrale Frage für die Klimaforschung. Das heißt, das Geld ging natürlich immer wesentlich in die Modellierungen, in diese Fragen, die den UN-Klimareport voranbringen. Und es ist schon berechtigt, die Frage zu stellen, wurden natürliche Variabilitäten zu wenig erforscht? Ja, ist da zu viel Fokus auf anthropogene Erwärmung gelegt worden in der Wissenschaft, sodass das eben auch dann sozusagen überbetont wird und so. Diese Fragen muss man sich stellen. Aber die Klimaforschung selber ist, ja, es gibt in Akademie das ist ein politischen Bias, ne? Also es gibt Umfragen in den USA, die zeigen, dass die Geoforschung 2009 noch, haben sich nur 4% als Unterstützer der Republikaner geoutet in der Geoforschung. 4%, ja. Und mehr als 60% als Unterstützer der Demokraten. Es gibt also einen ganz klaren Linksdrall in der Umweltforschung. Das ist vollkommen klar. Auch eine riesige, es gibt jetzt eine Studie, die gezeigt hat, dass Degrowth bei Klimaforschern besonders populär ist, bei westlichen Klimaforschern. Das heißt, es gibt so eine Prädisposition, eine politische Prädisposition. Das hat natürlich Einfluss. Das ist vollkommen klar. Und trotzdem muss man sehen, dass die wissenschaftlichen Daten, die am Ende rauskommen, und was die Wissenschaft daraus macht, auch in den Klimaberichten, das ist schon alles sehr sauber dokumentiert. Und es gibt da keine gekaufte Wissenschaft so insgesamt. Ja, also das sind seriöse Leute, die meisten machen. Die machen gute Forschung und viele fremdeln auch mit dieser öffentlichen Klimadebatte, weil die eben so politisiert ist. Da wollen sich viele auch gar nicht öffentlich äußern, weil man sich da nur verbrennen kann. Ne? Also jeder, der sich da differenziert äußert, wird sofort attackiert, ja, der ist ja wohl auch ein Klimaleugner und da gibt es dann eben so ein paar Gestalten, die das auch dann übernehmen und diese Leute dann auch, da gibt es krasse Geschichten, also da mussten Leute aus der Wissenschaft rausgehen, weil die sich kritisch geäußert haben und so, also das ist schon auch, da wird mit harten Bandagen auch gekämpft. Dann. Braucht es Klimajournalismus? Eigentlich braucht es Journalismus, ne? Also ich finde diese Fachzuschreibung fand ich immer schon etwas suspekt, weil letztlich müssen Wissenschaftsjournalisten und Klimajournalisten müssen eigentlich mit dem gleichen Handwerkszeug arbeiten wie andere Journalisten. Und mir ist dieses, der Klimajournalismus, der sich da vor ein paar Jahren dann sozusagen sich selbst gegründet hat, da gibt es ja dann so Etiketten und Zusammenschlüsse, Vereine von Klimajournalisten, wo dann Präambeln drinstehen, ja, Klima spielt überall eine riesige Rolle in jeder gesamten Gesellschaft und man muss immer die Wichtigkeit des Klimawandels betonen und wir brauchen Klimasendung vor der Tagesschau und all das. Das hat zu einem Klimareduktionismus geführt. Ne? Also, dass man quasi immer zuerst an Klima denkt und das alles überstrahlt. Und dass der Klimajournalismus braucht quasi immer diese Schlagseite, diese Übertreibung von Klimafaktoren, um sich selbst zu rechtfertigen. Ja, also kommen irgendwelche Meldungen in die Redaktion und dann will man dann sofort, wenn irgendwie ein Klimabezug jetzt bei Turbulenzen der Flugzeuge, ja, vollkommen irre. Da wird jetzt berichtet, ja, die Turbulenzen werden zunehmend im Zuge des Klimawandels und da war jetzt so ein Flugzeug-Zwischenfall, wo Leute durchgeschüttelt wurden und sich verletzt haben. Und da gab es sofort überall Berichte weltweit, ja, das ist der Klimawandel und so. Und das ist natürlich vollkommen irre, dass man dann diesen Aspekt rausgreift. Es kann sein, dass der Klimawandel mal einen kleinen Einfluss hat auf bestimmte Wettergeschehen, aber es ist immer nur ein kleiner Einfluss und eine kleine Veränderung. Und die Flugsicherheit, da spielen andere Sachen eine viel größere Rolle.
Und es wird immer dann dieser Aspekt rausgegriffen und übertrieben. Und das führt zu einer Verzerrung in der Wahrnehmung der Leute, die glauben wirklich, dass das Klima irgendwie ihr Leben bestimmt. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Für wen schreiben Klimajournalisten? Ja, das ist eine Branche, die entstanden ist und jetzt natürlich um die Selbsterhaltung kämpft. Ja, also die müssen sich ja rechtfertigen. Also es ist so, man muss als Klimajournalist dann immer zeigen, dass es wichtig ist, dass es einen gibt. Und dann wird eben jedes Phänomen wird klimatologisch gedeutet und überprägt von Klimawandelphänomenen. Und das weiß ich nicht, ob das gut ist. Ja, also ich würde eher sagen, es müssten Leute aus anderen Bereichen mal genauso kritisch dieses Thema durchdringen, wie sie andere, was ich gesellschaftliche Bereiche recherchemäßig durchdrungen haben. Das ist hochinteressant, was sich da mittlerweile alles angehäuft hat in der Klimathematik, auch an Lobbyismus und so weiter. Ich versuche das ja im Buch zu entschlüsseln. Und das wird aber eben, dieses Thema wird so bestimmten Klimajournalisten überlassen und die machen daraus eben dann im Zweifel Aktivismus. Und das ist etwas, was ich auch im Buch beschreibe. Das ist problematisch, weil dadurch eben bestimmte Akzente gesetzt werden, die aber, wie soll man sagen, überbetont werden. Was ist eigentlich der größte Bullshit, der mittlerweile eigentlich wie so gesellschaftlich akzeptiert ist? In Sachen Klima? Ja. Tja, also ich finde am schlimmsten eigentlich, neulich kam mein Sohn, der war noch 5 Jahre alt und sagte zu mir, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. Stellt er sich so vor mir. Und meine Frau hat einen Lachanfall bekommen, dass unser Sohn sowas sagt. Und das fand er aber doch ziemlich schockiert, ja, dass er diese Vorstellung hat, woher hat er das her? Ja, es muss ja irgendwo, wird es den Kindern eingetrichtert. Und wenn ich dann so Schulbücher lese, ja, und was da drin steht über Klimawandel, also das ist schon wirklich sehr, sehr bedenklich, weil dadurch entsteht natürlich ein Weltbild. Also die Kinder haben natürlich, wie soll man sagen, das ist wirklich kein Wunder, dass es mittlerweile Klimaangst gibt, ja. Und ich versuche da mit meiner Arbeit so ein bisschen gegenzusteuern, dass man ihnen zeigt, Klima ist immer ein untergeordneter Faktor und man kann sich gegen vieles schützen und es gibt viele Mechanismen und so weiter. Man muss das rationalisieren, ja. Und das müsste man eigentlich im Schulunterricht auch machen. Man müsste dieses Thema viel rationaler und technischer besprechen, als immer dieses Emotionalisierende, was aber eben, ja, wie soll man sagen, sich seit den 60er Jahren ja eingebürgert hat in westlichen Ländern, dass man eben immer die Umweltapokalyptik in den Schulunterricht bringt. Und aber das schafft ja keine Kinder, die dann technologische Lösungen suchen, sondern das schafft im Grunde Abwehr gegen westliche Lebensweise, Abwehr gegen unsere Gesellschaft, gegen Technologie, gegen diese Dinge, die eigentlich ja helfen würden, diese Probleme zu lösen. Ja, das ist das Problem eigentlich. Und kam mir gerade noch in den Sinn, was für einen Einfluss aufs Klima hat eigentlich die Sonne? Gute Frage. Dieses Thema ist, man sieht das ja in Skeptiker-Blogs und so weiter, dass immer gesagt wird, oder häufig gesagt wird, die Sonne hätte einen größeren Einfluss als der UN-Klimarat sagt, das kann sein, ne? Aber die Daten, die man hat, zeigen das nicht. Aber es kann sein, dass man Dinge übersieht. Also es kann sein, dass es indirekte Effekte gibt der Sonne auf Wolkenbildung und so, die man nicht kennt. Und das könnte sein, dass die zu schlecht erforscht wurden, dass da Dinge übergangen werden, die man eigentlich erforschen müsste. Das kann alles sein. Aber das, was man weiß, deutet nicht darauf hin, dass die Sonne jetzt die Erwärmung wesentlich verursacht haben könnte. Da fehlen die Daten dafür. Ja, die Theorie der anthropogenen Erwärmung ist einfach die plausibelste, die man hat. Ne? Und stimmt diese Erzählung eigentlich, dass die Erde immer wärmer wird? Also in den letzten 150 Jahren ist sie wärmer geworden. Die wird auch mit zunehmendem Treibhausgasgehalt weiter wärmer werden. Es sei denn, es gibt große Vulkanausbrüche oder so, das weiß man natürlich nicht. Und man kennt auch bestimmte natürliche Variationen schlecht, also die ozeanischen Variationen, da gibt es lange dekadische Zyklen, die möglicherweise auch unterschätzt werden. Also man kann das nicht so genau sagen, aber am plausibelsten ist anzunehmen, dass die Erwärmung erstmal jetzt dieses Jahrhundert weitergehen wird und zumindest bis Mitte des Jahrhunderts und bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts auf jeden Fall.
Und das ist einfach physikalisch plausibel, ja. Und da braucht man eigentlich auch keine großen Modelle, weil das ist einfach der physikalisch gut dokumentierte anthropogene Treibhauseffekt, der auch verstärkt wird durch Wasserdampf und so. Wie gesagt, aber es gibt da gute Fragen, die das Ausmaß dieses Effektes in Frage stellen. Aber man sollte sich schon an das halten, was die Wissenschaft, also Wissenschaftler dazu dokumentiert haben, und zwar im langfristigen begutachteten Austausch, dass da deutlich schon eben, das ist die Theorie der anthropogenen Erwärmung mit einhergehenden Risiken derzeit die beste. Und auch schon länger die beste. Und warum geht morgen, übermorgen und auch vielleicht nächste Woche oder in einem Monat die Welt nicht unter? Ja, weil die Erwärmung selber natürlich erstmal, wenn es wärmer wird, gibt es mehr Hitzewellen, die dann gefährlich sind. Aber andererseits sterben auch weniger Leute durch Kälte. Also es gibt, ne, also weil Kälte, an Kälte sterben ja viel mehr Leute als an Hitze. Das heißt, da gibt es auch wieder positive Effekte. Es ist nie so, sozusagen, es gibt einen Klimawandel und plötzlich, so wird es ja immer suggeriert, sterben Leute dann daran. Also das ist ja, Klima ist immer ein untergeordneter Faktor und man kann sich gegen vieles schützen. Es bestimmte Risiken, gerade der langfristige Meeresspiegelanstieg, das wird zur Herausforderung, ja. Aber das heißt eben nicht, dass die Leute stellen sich das immer so vor, als ob dann plötzlich ein Tsunami kommt und alles, oder ein riesiger Brand alles dann verbrennt und so weiter. Das wird Kindern eben auch so suggeriert, aber das ist Quatsch, ja. Also der Klimawandel ist etwas, es läuft, ist so ein, es verändert die Rahmenbedingungen, so. Aber man kann sich dagegen schützen und man sollte vor allem diese Erwärmung eindämmen, und da gibt es eben auch Möglichkeiten, ökonomischer Art, technologischer Art, aber eben weniger dirigistischer Art, weil das, wenn sobald man gegen die ökonomische Prosperität der Gesellschaften sich wendet, dann wird man der eigenen Sache nur schaden, aber das ist passiert in den letzten Jahren, in europäischen Ländern vor allem. Welche Frage, die sich viele nicht zu stellen trauen, habe ich vergessen? mir fehlt eine Frage. Ja, was wird immer noch gestellt? Zum Beispiel, ja, wie sind denn diese Skeptikerfilme einzuschätzen? Ja, es gibt ja so eine Gegenöffentlichkeit mittlerweile. Also das ist eigentlich auch, es gibt auf der einen Seite diese Katastrophisten, die mittlerweile eine riesige Öffentlichkeit bespielen, auch die großen Medien, so Spiegel und so weiter, wo ja den Leuten suggeriert wird, die Welt geht unter und ihr seid schuld und es ist und wir müssen jetzt die Wirtschaft sofort umbauen. Das ist ja die eine Seite. Und dann gibt es mittlerweile eine ziemlich große Gegenöffentlichkeit, die sagt im Grunde, dieses Problem gäbe es gar nicht. Es wäre eigentlich ein U-Boot, ein trojanisches Pferd der Linken und so weiter. Und deswegen gibt es so viele Skeptikerfilme, die entstanden sind. Und meine Erfahrung ist, es sind oft sehr gute Leute, ja. Es sind Leute, die stellen die richtigen Fragen, die haben wahnsinnig viel Ahnung. Das sind eigentlich Leute, die müssten an dieser Debatte teilnehmen. Und im Austausch könnte man dann der Wahrheit oder der Wahrheit viel näher kommen, als jetzt in diesen beiden Öffentlichkeiten, die sich da so gebildet haben. Und da sind so im Skeptiker-Milieu eben Filme entstanden, da kommen gute Leute zu Wort. Ja, da werden legitime Argumente werden da gebracht. Aber es ist dann eben, die andere Seite wird komplett ausgeblendet. Ja, das ist dann eben, das führt dann eben auch wieder zu einer falschen Sichtweise, zu einer eingeschränkten Sichtweise. Und das ist etwas, was natürlich sehr schade ist, weil man müsste eigentlich die Welt miteinander zusammenbringen und dann auch austauschen lassen, auch in Talkshows. Aber genau das passiert natürlich nicht, weil beide, also gerade diese Katastrophistenwelt, die lebt ja davon, von der Selbstbeschwörung und von der Selbstbeweihräucherung, und die beherrscht ja auch alle Talkshows. Und deswegen es gibt diesen Austausch eben nicht. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, weil, wie gesagt, es gibt auf beiden Seiten kluge Leute und es gibt überall gute Argumente. Und die Skeptiker stellen wichtige Fragen, die aber dann die bleiben in dieser Blase und werden dann wieder von den eigenen Leuten beantwortet, aber müssen eigentlich freundlich mit der Wissenschaft diskutiert werden. Ja, und das eben dieses Freundliche, dieses Zugewandte, das fehlt in dieser Debatte, weil jeder profitiert vom Anarchismus, wenn man den anderen verteufelt. Also die Leute, die am meisten sozusagen am kämpferischsten sich bei diesem Thema positionieren, sind die erfolgreichsten in der Öffentlichkeit. Die kriegen den meisten Applaus, und das führt eben zu einer Spaltung und zu einer zunehmenden Polarisierung. Und deswegen ist da, ja, wie soll man sagen, haben sich diese beiden Lager auch politisch klar einsortiert und bekämpfen sich eigentlich nur noch. Und das Thema selber, Klima
und Lösung des Klimaproblems und so weiter stehen eigentlich mittlerweile hinten an. Es geht eigentlich nur noch darum, die andere Seite zu bekämpfen. Wie könnte sich diese Debatte entkrampfen? Wie kann sich das Klima da ein bisschen entspannen? Indem man argumentativ sauberer sich verhält, also dass, indem man die Fragen ernst nimmt, indem man über dieses Thema redet, offen redet und und eben auch die Probleme, die durch diese Lobby entstanden sind, eben auch thematisiert. Ja, also die katastrophistische Seite ist ja nicht, hat ja ein eigenes politisches Interesse. Ja, da geht es um Karrieren, da geht es um Behauptungen, also um Selbstbehauptung und um Vergrößerung des eigenen Einflussbereichs. Und das wird viel zu wenig beschrieben und wahrgenommen. Und man müsste eben viel mehr sich auf das konzentrieren, was es nämlich eigentlich geht, die Beschreibung des Klimaproblems und um mögliche Lösungen, und zwar offen. Und das passiert kaum noch. Es geht, wie gesagt, um die Bekämpfung von politischen Gegnern. Und da wird eben die Wissenschaft selektiv genutzt und es werden bestimmte Argumente rausgepickt, die einem dienen, aber da kommt man nicht weiter und der Streit ist eigentlich, der eskaliert immer weiter. Herr Bojanowski, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, Herr Zellner. Vielen Dank fürs Interesse.